auf die Minute. Mein pünktlicher Sohn. Ja, meine Verabredung, Mama. Wir werden erwartet. Wie lange fahren wir denn? Für 20 Minuten. Draußen ist Staunen. Ich werde nicht gleich eine Vermisstenanzeige aufgeben. Außerdem gehöre ich nicht zu den Leuten, die gerne als Erster beim Fest erscheinen. Ich weiß, es müssen viele da sein, damit du ein großes Publikum hast. Vor allem ein anspruchsvolles. Und es wird hoffentlich da sein. Im Übrigen weiß ich nicht, was ich anziehen soll. Darf es bunt und fröhlich sein? Oder dunkel und raffiniert? Wie mögen es diese Leute? Warum nennst du sie diese Leute? Diese Herrschaften, entschuldige bitte. Diese Herrschaften mögen es vor allem bescheiden und unauffällig. Aller Glanz kommt von innen, ich weiß, nicht? Sag mal, wem verdanke ich eigentlich diese Einladung? Hattest du das Bedürfnis, mich deiner künftigen Verwandtschaft vorzustellen, oder wollen die Herrschaften das alte Karussellpferd mal in einer Extra-Vorstellung sehen? Warum bist du denn so aggressiv? Ich weiß es nicht, dass das passend. Das finde ich wunderschön. Dann könnte man eine schöne Rolle spielen. Mama, ich möchte dich bitten, heute Abend keine Rolle zu spielen, weder eine tragische noch eine komische. Ich werde versuchen, die treusorgende Mutter zu spielen, die stolz darauf ist, dass ihr Sohn zu so exklusiven Kreisen Zutritt gefunden hat. Trink nicht. Finger weg, ist mein Glas. Sie können es nicht lassen. Immer bei der Arbeit, wie? Ich habe das Gefühl, wenn ich so im Garten herumschufte, das tut mir nur gut. Das Gefühl sollen Sie auch ruhig behalten. Kann ich Ihnen eine Tasse Tee machen? Ich muss gleich noch mal weg, vielen Dank. Sie sollten sich auch etwas mehr Ruhe gönnen. Ruhe? Bekommt mir überhaupt nicht. Dankeschön. Nun, was sagst du? Ja, bescheiden und unauffällig. Wie es diese Herrschaften mögen. Bitte rauch nicht. Gott zum Gruß. Ich nehme an, dass Sie meine Briefe schon bekommen haben. Und die Mikrofotos. Ein Verhandlungsgespräch erübrigt sich wohl. Es geht um Ihre geschäftlichen Interessen. Deswegen halte ich meine Forderungen auch nicht für übertrieben. Darüber möchte ich nicht sprechen. Mein kleines Geheimnis. Tja, wenn möglich, noch heute Abend. Das würde mich nicht stören. Um 21 Uhr auf dem Parkplatz vor Ihrem Haus. Und versuchen Sie nicht, mich zu hintergehen. Es freut mich, dass wir uns so gut verstehen. Auf Wiedersehen. Mama, ja. Ich möchte dir Yvonne vorstellen. Ah, ja. Gnädige Frau. John hat mir erzählt, wie Sie sich kennengelernt haben. Ich habe ihn schon so oft gebeten, Sie mitzubringen. Er vergisst in letzter Zeit leider so manches. Das ist mein Sohn Roman. Hm? Guten Abend, liebe Frau. Das ist sozusagen. Ich bin das schwarze Schaf der Familie. In meinem Kopf existiert nur die Mathematik. Ein sehr eindrucksvoller Kopf. Darf ich Sie mit den anderen Gästen bekannt machen? Das ist Dr. Martin, der bewährte Anwalt unseres Hauses. Sie ist faszinierend. Hier hat sie ein Publikum. Da ist sie in Hochform. Wunderbar. Mein Gott, was muss ich versäumt haben, dass ich sie nie auf der Bühne erleben konnte? Oh. Vielleicht gibt sich noch mal die Gelegenheit. Ich wünsche es mir. Aber es stimmt doch, dass sie schon jahrelang nicht mehr spielt. Es gab da wohl mal einen Skandal. Danke, Frau. Ist es nicht furchtbar schwer, immer wieder neuen Text zu lernen? Ja, das ist eine Qual, das ist die Hölle. Ja, das ist es wirklich. Oh, mein großer Sohn John sieht mich so traurig an. Nicht traurig. Ein bisschen besorgt. Ich schlage vor, dass wir auf die Terrasse gehen. Es ist ein so schöner Abend. Eine blendende Idee. Außerdem haben wir draußen ein kaltes Buffet aufgebaut. Du bist betrunken, Mama. Ja, zu viel mir noch genau zwei Glas. Mein Bruder ist Wissenschaftler, ein reiner Theoretiker. Er ist nicht imstande, ein Unternehmen zu führen. Und er will es auch gar nicht. Und John? Mein Vater setzt große Hoffnungen auf ihn. Ich natürlich auch. Ich
Drei Tage später war er tot. Er geht von seinem Haus über die Straße und wird überfahren. Ja, das Leben steckt voller Überraschungen. Werden Sie von meinem Sohn geschickt? Wie kommen Sie darauf? Nur, ich rede zu viel und zu laut. Das schätzt er nicht. Ich bitte Sie, Sie sind sehr anregend. Soll ich Ihnen ein Kaffee bringen? Es wäre sehr liebenswürdig, wenn Sie mir ein Taxi rufen würden. Ach, wenn Sie sich nicht wohlfühlen. Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie mich gehen ließen, möglichst unauffällig. Soll ich John holen? Bitte rufen Sie das Taxi. Sofort. Danke. Ich darf Sie doch durch den Park begleiten. Meine Beine haben noch nie ihren Dienst versagt. In keiner Situation. Es war mir ein Vergnügen. War ganz meinerseits. Sie fühlte sich nicht ganz wohl. Das Taxi muss gleich kommen. Wir werden uns um Sie kümmern. Sie gehört ja jetzt dazu. Hast du John gesehen? Oh, er wollte mit Roman zum Bootshaus. Ich möchte ihn nachher noch sprechen. Mein Gott! Vorne auf dem Parkplatz, da ist ein Mann in einem Wagen. Ist da was passiert? Der Mann sitzt hinter dem Lenkrad, der ist tot. Das ist doch nicht möglich. Doch, ich stand hier gleich vor ihm. Der Kopf hängt zur Seite und die Augen sind weit aufgerissen. Der ist bestimmt tot. Dr. Martin! Nichts! Da nichts! Eine Geistererscheinung. Nicht wahr? Ist tot. Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, uns Ihren Toten zu zeigen. Er war... Hier. Er... Ja? Weiß nicht mehr. Wo stand denn der Wagen? Glaube. Auf der Seite oder auf der? Ich glaube auf der. Aber genau wissen Sie es nicht. Genau nicht. Die Taxi ist da. Ich habe den Mann gesehen. Ja, natürlich. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Wagen. Sie hat in den letzten 3 Jahren 2 Alkoholentziehungskuren hinter sich gebracht. Scheinbar ohne Erfolg. Guten Morgen. Nein, noch nicht zudecken. Bitte, lassen Sie doch mal auf. War der Arzt schon da? Er schreibt gerade seinen Bericht. Habt ihr seine Personalien? Er hatte nichts bei sich. Weder Papiere noch Schlüssel, auch kein Geld. Gar nichts. Teure Schuhe dir da an. Seit wann stehen die Wagen am Gleis? Seit 7 Uhr früh. Sie wurden vom Fahrplan mit dem Güterzug Augsburg-München abgehängt und dann hier auf das Gleis zum Beladen geschoben. Und seit wann ist die Tür offen? Seit 40 Minuten. Ein Ladearbeiter hat sie aufgemacht und dabei den Toten entdeckt. Da müsste also schon im Wagen gelegen haben, als der Zug hier ankam. Höchstwahrscheinlich. Sag mal, hat der Zug irgendwo unterwegs gehalten? Nach dem Fahrplan fährt er von Augsburg nach München durch. Da müsste also in Augsburg schon in den Wagen gelegt worden sein. Genau. Aber kann jemand eine Leiche über die Gleise schleppen auf dem Güterbahnhof, wo Tag und Nacht Betrieb ist? Dann bleibt eigentlich nur noch, dass ihn irgendjemand unterwegs... Was unterwegs? Und du meinst von oben runter, von der Brücke, auf den fahrenden Güterzug? Er könnte ja auch freiwillig gesprungen sein. Selbstmord? Möglich. Auf den fahrenden Güterzug? Also das glaube ich nicht. Nach meiner Erfahrung haben Selbstmörder auch meistens irgendwas bei sich, Papier oder Schlüssel oder Geld oder sowas. Bringt ihn mal in die Gerichtsmedizin. Josef? Ja? Wo ist denn Ihr Dienstgebäude? Gleich hinter der Verladerampe. Da gehe ich mal hin, die werden ja eine Streckenkarte haben. Ich will mal sehen, wo der Zug längst gefahren ist. Schade, dass Sie gestern Abend nicht hier waren. Warum? War was los? Oh. Guten Tag. Tag, Herr Martin. Wenn du nicht zu Hause bist, kannst du ja nur hier stecken. Musst du mal telefonieren. Du hast doch deinen eigenen Apparat. Ist gesperrt. Ich habe vergessen zu bezahlen. Ich muss mit dir reden. Schätz dich. Komm bitte mit.
Fritz hier ist ein Freund. Kann alles hören. Ich muss sowieso in die Küche. Das Brot bringe ich später. Ich danke dir. Du hast dir in den letzten Jahren ja einiges geleistet. Und du hast dir in deinem klugen Köpfchen alles schön gemerkt. Ich musste es ja schließlich immer ausbaden. Armer John. Aber gestern, das war die Höhe. Wie konntest du so eine geschmacklose Show abziehen? Weiß nicht, was du meinst. Du hast einen Toten gesehen in einem Wagen auf einem Parkplatz. Den habe ich auch gesehen. Den muss ich gesehen haben. Ich wäre ja sonst... Unzurechnungsfähig. Wie kannst du so etwas sagen? Du hast uns blamiert. Bis auf die Knochen. Weil du dich wie üblich hast volllaufen lassen. Ja, anders kann ich solche Leute nicht. Was haben sie dir getan? Nichts. Ich möchte, dass du einen Brief schreibst. Heute noch. Mit einer Erklärung und ein paar Worten der Entschuldigung. Ich soll erklären, dass ich eine Wahnvorstellung gehabt habe. Die hast du auch gehabt. Weiß ich nicht. Aber ich mach das für dich. Brauchst die Leute ja wohl. Knochenbrüche haben wir am linken Schlüsselbein, den beiden Oberarmen und am Ostfrontale festgestellt. Ja, also, das können doch die Folgen des Sturzes auf den fahrenden Güterzug sein. Ist er daran gestorben? Nein, an einem Bruch des Zungenbeins. Dann ist er ja erwürgt worden. Zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel sind deutliche Strangulationsmerkmale zu erkennen. Donnerwetter, da steckt aber Kraft dahinter. Haben Sie schon die Todeszeit? 6 bis 7 Stunden, bevor er gefunden wurde. Das wäre also zwischen... Zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Ja, danke schön, Herr Doktor. Ist die Kleidung von ihm schon untersucht worden? Ja, der Anzug ist aus London und die Schuhe stammen aus Italien. Und irgendwelche Erkenntnisse über seine Identität? Keine Eintragung in der Kartei und keine Vermisstenanzeige. Herr Doktor? Ja? Können Sie das Gesicht so herrichten, dass wir ein brauchbares Foto machen können? Keine Schwierigkeit. Das gibt er dann gleich mit der Suchmeldung an die Presse, ja? Ja. Herr Doktor? Können Sie sich vorstellen, unter wie vielen Brücken so ein Zug durch muss, der von Augsburg nach München fährt? Ehrlich gesagt interessiert mich das nicht so sehr. Aber uns. 16 Stück. Das wird eine längere Fahndungsreise für unseren Gerd. Was, ich? Natürlich, das ist ein Motorrad. Ich muss wieder spielen, Leo. Ich brauche das Theater. Ich weiß. Ich habe bereits alles getan. Habe versucht, den Leuten klarzumachen, dass sie nicht auf dich verzichten können. Habe ihnen gesagt, wie fabelhaft du noch aussiehst. Oh, ja. Doch. Aber leider kann ich ihnen nicht ihre Ängste und Sorgen nehmen. Sie denken immer noch... Weiß, was sie denken. Wir müssen abwarten. Ich kann nicht mehr warten. Verstehe dich sehr gut, Tilla. Übrigens, ich bin da nächste Woche in Hannover. Du würdest doch sicher auch in Hannover spielen. Überall. Beinahe. Überall. Entschuldigung. Ja, was ist? Das Gespräch aus Zürich. Ach ja, richtig. Du entschuldige, Tilla. Ein paar Minuten, ja? Ich bin auch. Wir reden nachher weiter. Hier. Mir ist da nämlich noch etwas eingefallen. Dir weißt du? Aber ja, nein. Bitte schön, bitte. Sie können das Gespräch jetzt durchstellen. Ja. Oh Gott. Ja, ich umarme dich, meine Liebe. Er setzt sich für sie ein. Er mag sie. Ja, alle mögen mich. Kaffee? Bitte. 3 Teelöffel auf eine Tasse, nicht wahr? Dass Sie sich daran erinnern? Tja, die kleinen Gewohnheiten sind ja so wichtig. Sie machen den Menschen aus. Darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Natürlich. Wenn Sie mir die Nummer geben, wähle ich gleich für Sie. Ich glaube, ich brauche die Polizei. Dan Horst. Guten Tag, Herr Doktor. Kriminalpolizei. Köster ist mein Name. Ich weiß. Guten Tag. Das ist mein Kollege, Herr Heimann. Bitte kommen Sie. Danke. Rufen Sie meinen Sohn und meine Tochter. Ich nehme an, dass Ihnen das recht ist. Ja, sehr. Bitte sehr. Ja, meinen herrlichen Besitz hier, Herr Doktor. In einer unwahrscheinlich schönen Lage. Ja, vor 80 Jahren bestand dieser Besitz
noch aus wertlosen Sumpfwiesen. Und mein Großvater hauste hier in einer Fischerkarte. Mein Vater begann damit, die Wiesen trocken zu legen. Später baute er dieses Haus. Ich wohne hier seit 45 Jahren. Und wenn sich alles glücklich fügt, werden meine Kinder und Kindeskinder hier weiterleben. Das hoffe ich. Ich meine, das wollen wir für Sie hoffen, Adam. Können wir mal zur Sache kommen. Kennen Sie diesen Mann? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Der Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ermordet worden. Vermutlich in dieser Gegend. Möglicherweise auf Ihrem Grundstück. Haben Sie Anhaltspunkte für diese Vermutung? Wir haben eine Zeugenaussage, nach der der Mann in der fraglichen Nacht auf Ihrem Parkplatz gesehen wurde. Der Tote soll hinter dem Lenkrad eines Wagens gesessen haben. Ich nehme an, es handelt sich bei Ihrem Zeugen um eine Zeugin, nämlich Frau Tilla Malven. Ja, die Dame hat uns erlaubt, ihren Namen zu nennen. Frau Malven war, um es höflich auszudrücken, einer Sinnestäuschung erlegen. Sie hat mir geschrieben und ihr Bedauern über ihre Verwirrung ausgedrückt. Nachdem Frau Malven aber heute Vormittag das Foto in der Zeitung gesehen hat, ist sie sicher, dass sie keine Sinnestäuschung erlegen ist, sondern dass der Mann auf dem Foto in der Zeitung derjenige war, den sie tot auf ihrem Parkplatz gesehen hat. Was will diese Frau eigentlich von uns? Warum lässt sie uns nicht in Ruhe? Die Dame hat eine schreckliche Beobachtung gemacht und hat sie an uns weitergegeben. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Mein Sohn, meine Tochter, die Herren von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Behalten Sie bitte Platz. Ich will Sie auch nicht länger unterbrechen. Wir haben Ihrem Herrn Vater dieses Foto gezeigt. Können Sie das bitte auch mal anschauen? Ist das der Mann, der über unseren Parkplatz gegeistert sein soll? Kennen Sie ihn? Ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn auch nicht. Sie sehen, wir können Ihnen nicht helfen. Doch, Herr Doktor, Sie können. Geben Sie uns bitte die Namen und die Adressen aller Besucher, die am Samstagabend bei Ihnen auf Ihrer Party waren, und auch die Namen des Personals. Es ist mir unangenehm, dass meine Freunde in die Sache hineingezogen werden sollen. Ich erledige das, Paps. Danke. Haben Sie nun alle Ihre Fragen gestellt? Nein, aber für heute ja. Dass Frau Malven Schauspielerin ist, wissen Sie. Ja, ich habe sie mal auf der Bühne im Staatstheater gesehen. Sie wissen, dass sie trinkt? Sie ist Alkoholikerin. Ja, das wusste ich bisher nicht, aber trinken tun ja nicht nur Schauspieler. Sie ist wegen ihrer Trunksucht leider seit Jahren ohne Engagement und schlägt sich recht und schlecht mit Arbeiten in Rundfunk- und Synchronstudios durch. Halten Sie es nicht für möglich, dass sie sich diese fantastische Geschichte nur ausgedacht hat, um wieder ins Gespräch zu kommen? Klappern gehört ja wohl zum Geschäft. Besonders zum Showgeschäft, meine ich. Dass dieser Mann ermordet wurde, ist keine Show. Das ist eine Tatsache. Ich bin durch den Park zur Straße gegangen. Dann habe ich mich an einem Auto angelehnt und habe mir eine Zigarette angesteckt. Dann sah ich vor mir auf dem Weg etwas liegen. Ich bückte mich. Es war ein Orden. Ein Orden? Wie kam denn der dahin? Weiß ich nicht. Sah so ähnlich aus. Aber dann habe ich den Wagen gesehen. Die Tür stand offen und hinterm Lenkrad saß ein Mann. Ich bin hingegangen, habe ihm auf die Schulter getippt und habe gefragt, ob er den Orden verloren hätte. Und er hat mich aus leblosen Augen angeschaut und nicht geantwortet. 5 Minuten später war der Mann und der Wagen verschwunden wie ein Phantom. Ich kam mir wie ein Schulmädchen vor, das bei einer Lüge ertappt worden ist, dass diese Herrschaften mit ihren höflichen und abweisenden Mienen da vor mir standen. Was haben Sie denn mit dem Orden gemacht? Muss ich fallen gelassen haben in der Aufregung. Das ist schade. Es hätte ein Beweisstück werden können. Können Sie mir denn den Wagen beschreiben, in dem der Tote saß? Wenn der vor mir stünde, dann würde ich den erkennen. Das war ein heller Wagen. So ein kleiner, heller Wagen. Ja. Oh. Hm? Wieder angeschlossen worden.
Ja, Frau Malvin, das wird schwer sein, aus Ihrer Erinnerung eine gültige Aussage zu machen. Ja. Zumal es die Aussage einer Trinkerin ist. Das hat man Ihnen sicher gesagt. Ich maße mir nicht an, über Ihre Krankheit zu urteilen. Aber Sie wissen, dass so etwas eine Krankheit ist. Gibt Trinker in allen Berufen. Aber es hat natürlich auch manchmal schreckliche Folgen. Und deswegen muss ich darauf bestehen, dass ich den Mann gesehen habe. Verstehen Sie? Ich muss beweisen, dass ich meinen Verstand nicht verloren habe. Das bin ich mir selber schuldig und meinem Sohn. War das Ihr Sohn, der Sie am Samstagabend in das Haus in Starnberg eingeführt hat? Ja, was hätte er nicht tun sollen? Ist er auch Schauspieler? Nein, der ist Sachverständiger für Bau und Immobilien. Er lebt ganz anders als ich. Vorsichtig, vernünftig. Er ist der einzige Mensch, der mir geblieben ist. Und jetzt haben Sie Angst, er könnte Sie verlassen. Die nächste Eisenbahnbrücke von Starnberg auf der Strecke Augsburg-München, ja, die ist hier, bei Olching. Und wie weit ist von Starnberg bis Olching? 32 Kilometer. Das sind mit dem Auto 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass einer von den Gästen oder der Gastgeber sich so lange von der Gesellschaft entfernen konnte. Wäre doch aufgefallen. Ja, er könnte ja den Wagen mit der Leiche irgendwo in der Nebenstraße bei Starnberg abgestellt haben oder am Seeufer, die Leiche mit irgendetwas zugedeckt, ja. Und dann zurück auf die Party und erst nach der Party hat er mit dem Wagen die Leiche zu der Brücke nach euch hingefahren. Ist doch möglich. Und vorausgesetzt, dass überhaupt jemand von diesen Leuten mit der Sache was zu tun hat. Ja klar, das ist die Voraussetzung. Wie weit seid ihr denn mit der Befragung? Ja, von 34 Eingeladenen und dem Personal haben wir 29 angetroffen, darunter den Anwalt Dr. Martin und den Sohn von dieser Frau Malm. Und alle 29? Null, nicht? Keiner erkennt den Mann auf dem Foto. Wenn das Ganze nun doch eine Sinnestäuschung der Frau Malm war. Hier sind die Personalien des Toten im Güterwagen. Er ist Klaus Unger und wohnt in der Wackenroder Straße in München-Solden. Er leitet einen Wach- und Sicherheitsdienst. Objektschutz und Personenschutz und Kurierdienste. Wie hast du das rausgekriegt? Vor 2 Minuten hat mich seine Sekretärin angerufen. Sie hat das Foto in der Zeitung gesehen. Siehst du? Da fahren wir doch mal zusammen hin zu der Sekretärin. Komm. Entspann dich, mein Schatz, dein Bräutigam. Du bist wieder mal so witzig. Hallo. Hallo. Wie geht's? Danke. Hallo, Roman. Hallo, John. Setz dich. Danke. John, du hast eine Sternstunde verpasst. Yvonne hat heute Morgen beschlossen, ihrer Diät den Kampf anzusagen und sich der Völlerei hinzugeben. Sie hat heute Mittag bereits 2 Kartoffeln verspeist, von der Soße einmal ganz zu schweigen. Er möchte, dass du darüber lachst. Heute Abend ist bei Siebert eine Weinprobe. Ich habe auf alle Fälle einen Tisch reservieren lassen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, so ist er nun mal. Der Gute. Er geht jeder Stellungnahme aus dem Wege, wechselt einfach das Thema. Was für ein Charakter. Lass ihn in Ruhe. John! Guten Tag, Herr Dannhaus. Guten Tag, Herr Malm. Guten Tag, Herr Doktor. Bleiben Sie doch sitzen. Danke. Wie geht es Ihrer Frau Mutter? Ich mache mir ziemliche Sorgen. Das tun wir auch. Wir haben gerade über die leidige Angelegenheit gesprochen und überlegen, ob es nicht einen Weg gibt, ihr zu helfen. Sie hat sich da in eine Situation hineinmanövriert, aus der sie vielleicht alleine gar nicht mehr herauskommt. Bei aller Nachsicht für die Überspanntheiten meiner Künstlerin. Sie richtet mit ihren Behauptungen Schaden an. Ich bin sicher, dass sie das nicht will. Das sind wir auch. Vielleicht wäre es gut, wenn sie für eine Weile in ein Sanatorium ginge, in ein wirklich gutes Haus, in dem sie etwas zur Ruhe kommt. Was halten Sie davon? Das ist dein Angebot, John. Du wirst mit ihr sprechen, ja? Ich habe schon mit dir gesprochen. Ich war vorhin bei ihr. Für sie ist diese Sache eine Frage ihres Selbstvertrauens geworden. Es geht ihr um ihre Glaubwürdigkeit. Sie will ernst genommen werden. Was sind wir dir eigentlich wert, John? Genauer gesagt, was ist dir deine Zukunft wert? John wird das in Ordnung bringen.
Wann haben Sie Herrn Unger zum letzten Mal gesehen? Am Freitag. Freitagnachmittag. Ich kam rein, um mich zu verabschieden. Hat er Ihnen vielleicht gesagt, was er am Wochenende macht? Über Privates hat Herr Unger fast nie mit mir gesprochen. Ist Ihnen aufgefallen, ob seit Freitag hier irgendetwas fehlt? Eigentlich nur sein kleiner Aktenkoffer, der lag sonst immer da. Herr Unger hat ihn mitgenommen, wenn er zu einer wichtigen Besprechung gegangen ist. Ach, wissen Sie, ob er manchmal nach Starnberg gefahren ist? Aus geschäftlichen Gründen bestimmt nicht. Hat er mal den Namen Dr. Dannhaus genannt? Ja, oder Yvonne oder Roman Dannhaus? Kann ich mich nicht erinnern. Das sind Ihre Geschäftsordner, ja? Ja, ja. Wir haben die Erlaubnis, Sie mitzunehmen. Wann hat Herr Unger seinen Wach- und Sicherheitsdienst gegründet? Vor 5 Jahren. Das muss doch ein gutes Geschäft gewesen sein, nicht? Wir hatten eine schicke Garderobe, den Wagen und das Haus hier. Das gehört auch ihm, nicht? Er hat es günstig kaufen können. Und das Gartenhaus da, gehört das auch dazu? Da wohnt eine alte Dame. Früher hat ihr das hier alles gehört. Aber als sie das Haus an Herrn Unger verkauft hat, hat sie sich in dem Gartenhaus ein Wohnrecht auf Lebenszeit gesichert. Ach ja. Hat Herr Unger einen Orden gehabt? Einen Orden? Den Orden, ja, hier, so, sowas hier. Zum Ding. In einem Orden ist mir nichts bekannt. Das ist schade. Ich meine nicht, dass er keinen gehabt hat, sondern dass es Ihnen nicht bekannt ist. Ja? John, es ist was passiert. John B. liegt nicht auf. Im Treppenhaus auf den Stufen liegt eine Frau, die ist tot. Ich werde dir was sagen. Du bist betrunken. Du bist nicht nur betrunken, du bist kaputt. John, du musst mir glauben. Ich habe sie doch gesehen mit meinen eigenen Augen, John. Bitte. Bitte hilf mir das eine Mal, ja, John? Ich habe so Angst. Bleib in deiner Wohnung, ich rufe die Polizei an. Ja. Ich habe es so satt mit dir. Kann ich verstehen. Die alte Dame im Gartenhaus, eine Frau Badura, hatte noch am Nachmittag vor dem Mord ein kurzes Gespräch mit Unger. Sie erinnert sich, dass er eine angebotene Tasse Tee abgelehnt hatte, weil er noch mal weg musste. Sie meinte, er wäre ein grundsolider und anständiger Mensch. Habt ihr die Geschäftsakten durchgesehen? In den beiden ersten, da stehen die Namen, die Adressen von den Kunden, die sich von ihm Wachpersonal vermitteln ließen. Unternehmer, Antiquitätenhändler, reiche Privatleute. Habt ihr in der Kundenkartei die Namen, mit denen der Gäste in Starnberg, mit dem Gastgeber und mit dem Personal dort verglichen? Es gibt nicht eine einzige Übereinstimmung. Das wäre auch zu schön gewesen. Die anderen Akten enthalten Steuer- und Versicherungsunterlagen und dann die Personalien und Gehaltsabrechnungen von seinen Leuten, die bei ihm angestellt waren. Aber wir haben sie noch nicht durchsehen können. Guten Morgen. Moin. Sie hat schon wieder eine Leiche gesehen. Diesmal eine Frau. Als die Polizei kam, war die Leiche natürlich verschwunden. Da sind wir auf eine Verrückte reingefallen. Mein Gott, die arme Frau. Frau Malmen, machen Sie doch auf. Wir wissen, dass Sie da sind. Frau Malmen, bitte öffnen Sie. Vielen Dank, dass Sie ihr geholfen haben. Ja, wir kamen gerade noch rechtzeitig, um Ihre Mutter ins Krankenhaus zu bringen. Und um festzustellen, dass es keine Wahnvorstellung war, dass sie den Toten in dem Auto auf dem Parkplatz gesehen hatte. Wir haben uns nämlich in ihrer Wohnung umgesehen und da stießen wir auf eine Handtasche. Die trug sie am Abend, als sie mit Ihnen in Starnberg war. Und in der Handtasche war diese Medaille. Ihre Mutter hielt sie für einen Orden. Als sie auf dem Boden liegen sah, vor dem Auto des Toten, und in ihrer Erregung steckte sie sie unbewusst in ihre Handtasche und vergaß sie dann später. Und diese Medaille ist eine Erinnerung an ein Sportfestival dem Toten. Das haben wir durch eine telefonische Rückfrage bei seiner Sekretärin erfahren. Da bin ich aber froh, dass Sie das herausbekommen haben. Ja, sowas gelingt uns manchmal. Und diese andere Sache, diese Tote im Treppenhaus. Wir glauben, dass Frau Malvin tatsächlich eine tote Frau vor ihrer Wohnungstür gesehen hat. Nur war die Frau mit Sicherheit nicht tot. Sondern ihr Verschwinden und ihre Ermordung, das war arrangiert, wie so ein Horrorfilm. Alle Anstrengungen unserer Kultur haben das Grausame im Menschen nicht beseitigen können.
Da haben Sie vollkommen recht, Herr Doktor. Lebt Ihr Sohn ständig bei Ihnen? Er hatte eine Stadtwohnung in München, aber er ist meistens bei uns. Zurück zu dieser Mordgeschichte. Wir glauben, dass sie den Zweck hatte, Frau Malven zu einer Reaktion zu veranlassen, durch die sie den Rest ihrer Glaubwürdigkeit verlieren würde. Für diese Annahme spricht, dass sich unmittelbar nach der Mordsache ein Mann bei einigen Zeitungen gemeldet hat, der sich als bekannter Reporter ausgab und dessen Stimme auch genau imitierte und den ganzen Vorfall detailliert schilderte. Nun fragen wir uns natürlich, wer hat ein Interesse daran, Frau Malven in der Öffentlichkeit als unzurechnungsfähig hinzustellen? Doch nur diejenigen, die ihre Aussage zu fürchten haben. Sie meinen also uns? Das haben Sie gesagt, Herr Doktor. Wir haben jetzt die Akten mit den Personalunterlagen durchgearbeitet. Ja? Na und, was ist rausgekommen? Auch das meiste übliche Papierkram. Zwischendurch ein paar private Eintragungen hinter den Personalien. Nahosterfahrung oder tierfreundlich oder als Begleitschutz für Damen geeignet. Oh, das bin ich auch gern. Aufwand war eigentlich nur der Vermerk auf einem Gehaltsbogen von einem Schmidt-Gehaltsdieter. Festangestellt von Februar bis Ende August 82. Mit einem Monatseinkommen von 2.500. Er erhielt am 18. August 1.200 Mark als Sonderüberweisung. Ohne nähere Angaben. Ja? Das könnte doch interessant sein. Bestell doch mal her. Sagen Sie mal, Herr Schmidtke, wie sind Sie denn gerade zu der Firma Unger gekommen? Eines Tages habe ich eine Anzeige in der Zeitung gelesen. Sportliche junge Männer für Objekt- und Personenschutz gesucht. Am 18. August hat Herr Unger auf Ihr Gehaltskonto zusätzlich 1.200 Mark überwiesen. Eine Sondervergütung? Ja, wissen Sie, das ist schon so lange her. Och, Herr Schmidtke, 1.200 Mark. So was vergisst man doch nicht so schnell. Wir kriegen es auch ohne Ihre Mithilfe heraus. Herr Unger hat mir gesagt, ich soll an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Punkt in München fahren. Und? Weiter? Da sollte ich dann bis 19 Uhr warten. Aber das war doch sicherlich nicht alles. Dann sollte ich ein Fenster am ersten Stock eines Bürogebäudes einwerfen. Und das haben Sie dann auch getan? Mit einem Stein. Und warum sollten Sie das tun? Ja, das hat mir Herr Unger nicht gesagt. Ich glaube, er wollte, dass die Alarmanlage in dem Büro ausgelöst wird. Und das wollte sie dann auch? Ja, klar. Und nun sagen Sie es mir noch bitte, wo sich dieses Bürogebäude befindet. In der Lobinger Straße 14. Lobinger Straße 14? Da ist doch das Chefbüro von den Dannhauswerken. Na, guck mal an. Dankeschön, Herr Schmidtke. Ich fahre jetzt sofort raus zu Dr. Dannhaus. Und ihr kümmert euch bitte mal um die Sekretärin von Herrn Unger, ja? Nein, Herr Schmidtke, wir müssen das jetzt mal umdrehen. Wir rufen einen netten Kollegen für Sie und der macht bei Ihnen mal Personenschutz, ja? Bis wir wiederkommen. Sie gehen seit einem Jahr bei uns ein und aus. Sie kümmern sich in liebevoller Weise um Yvonne. Sie verstehen es, mit den Launen Romans fertig zu werden. Wir haben viele gute Gespräche geführt. Und aus all dem ist ein Band der Sympathie und Zuneigung erwachsen. So kann man wohl sagen. Aber darüber hinaus bindet uns noch mehr. Die Last gemeinsamen Wissens und gemeinsamer Sorge. Die Zukunft, über die ich mir Gedanken mache, ist Ihre Zukunft, John. Ich möchte Sie gerne fest an unser Unternehmen binden. Fest und auf gutem Posten. Ihr Angebot ehrt mich. Ich möchte, dass Sie ein Kontaktbüro in Kanada aufbauen, und zwar so schnell wie möglich. Warum denn Kanada? Das ist doch geschäftlich. Kanada ist ein großes Land, das dem Tüchtigen alle Chancen bietet. Und Yvonne, die wird nicht mitkommen. Wir wollten uns doch verloben. Ich habe mit Yvonne gesprochen. Sie möchte ihrer Zukunft nicht im Wege stehen. Sie ist einverstanden, wenn Sie gehen.
Ich werde abgeschoben. Guten Tag, Frau Badura. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, Sie haben doch Besuch. Ja, woher wissen Sie? Von der Sekretärin von Herrn Unger, sie hat es uns gesagt. Dürften wir Ihren Besuch mal sprechen? Ja, Sie kenne ich doch. Sie waren schon mal hier wegen Herrn Unger. Das ist richtig. Der Arme. Ist der Mörder schon gefunden? Dürften wir Ihren Besuch einmal sprechen? Ja, einen Moment bitte. Killa! Guten Tag, Frau Malsen. Heimann, Kriminalpolizei. Ich hab dir doch Frau Malsen, dürften wir Sie bitten, mitzukommen? Es war am 16. August, ja. Ich hatte mir wie so oft Unterlagen mit nach Hause genommen und saß in meinem Arbeitszimmer. Kurz nach 19 Uhr klingelte das Telefon. Die Polizei teilte mir mit, dass in unserem Büro in der Lobinger Straße die Alarmanlage ausgelöst worden sei. Ich fuhr sofort nach München und es war Gott sei Dank kein Einbruch. Es war nur eine Fensterscheibe eingeworfen worden. Ein dummer Jungenstreich wahrscheinlich. Dummer Jungenstreich? Na, ich glaube, dass da mehr dahinter steckt. Herr Köster? Ja. Entschuldigung, Herr Doktor. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Wir haben Frau Malven mitgebracht. Gnädige Frau, ich hätte mir gewünscht, dass wir einen glücklicheren Anlass... Ja, ich habe ja wohl einiges ausgelöst, von dem ich nicht wissen konnte, wohin es führen würde. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Frau Malven, mein Mitarbeiter hat mich kurz informiert. Die alte Dame, die in dem Gartenhäuschen wohnt, Frau Badura, das ist Ihre Freundin. Frau Badura war eine gute Schauspiellehrerin. Ich verdanke ihr sehr viel. Und Sie haben sie oft besucht. Erst in dem großen Haus und dann später im Gartenhäuschen. Die Verbindung ist nie abgerissen. Und bei Ihren Besuchen haben Sie nie Herrn Unger kennengelernt, der den ganzen Besitz gekauft hat? Nein, niemals. Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische, aber ich glaube nicht, dass Frau Malden etwas mit dem Mord zu tun hat. Vor 14 Tagen erreichten mich zwei Briefe, ohne Unterschrift, ohne Absender. In dem letzten Brief lagen einige Fotoabzüge bei. Wichtige geheime Dokumente meiner Firma waren fotografiert worden. Der unbekannte Briefschreiber forderte 1 Million. Für die Rückgabe der Kopien. Andernfalls wollte er das Material an eine Konkurrenzfirma weiterverkaufen. An dem Abend, an dem das Fest hier stattfand, rief er mich an und fragte, ob das Geld bereit liege. Ich sagte, er solle herkommen. Und er kam? Ja, das tat er. Und nun muss wohl John weitererzählen. Na, John? Willst du jetzt nicht endlich mal Charakter zeigen? Frau Badura, die alte Schauspielerin, wollte ihr Haus verkaufen und vertraute sich meiner Mutter an. Und meine Mutter bat mich, ihr zu helfen. Ich sollte als Immobiliensachverständiger in einem Gutachten den Wert des Hauses feststellen und eventuell einen Käufer vermitteln. Und das haben Sie getan? Ja. Ich brachte Frau Badura und Unger zusammen, den ich kurz vorher kennengelernt hatte. Und da Frau Badura offensichtlich etwas versponnen war und keine Ahnung von Geld hatte, setzte ich den Preis des Hauses auf 600.000 Mark fest. Und Unger kaufte dafür. Was war denn das Haus wirklich wert? In Anbetracht der guten Wohnlage mindestens 2 Millionen. Was hat Ihnen Herr Unger für die Gefälligkeit bezahlt? 400.000 Mark. Was bist du für ein Mensch? Ich bin dein Sohn, Mama. Und da die Sache so gut geklappt hat, kam jetzt Herr Unger bald mit dem zweiten Vorschlag, nicht? Ja. Er verlangte von mir, dass ich geheime Unterlagen aus dem Unternehmen von Dr. Danhaus fotografieren sollte. Und als ich mich weigerte, drohte er mir, einen Brief an Dr. Danhaus zu schreiben. Und mich als Betrüger zu entlarven. Und da haben Sie nachgegeben? Ja,
Und während der Herr Unger mit einem Steinwurf die Alarmanlage in Betrieb setzen ließ und der Herr Dr. Dannhaus voller Sorgen nach München fuhr, da fotografierten sie ihr die Unterlagen, die er unverschlossen in seinem Arbeitszimmer zurückließ. Sehen Sie noch einmal ganz genau an, Schwesterchen. Dann kamen die Briefe mit der Millionenforderung. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass John seine Hände im Spiel haben musste, denn er war hier, als ich nach München gefahren war. Ich mochte John gerne, weil meine Tochter ihn gerne hatte. Ich wollte ihm eine Chance geben und tatsächlich brachte er mir das Material zurück. Aber er wollte nicht sagen, auf welche Weise er es ihm abgenommen hatte und ich wollte auch nicht insistieren. Ich wartete auf dem Parkplatz. Kurz nach 9 kam Unger. Ich sprach mit ihm. Ich flehte ihn an. Ich sagte, ich würde einen Teil des Geldes aus meiner eigenen Tasche zahlen. Aber er lachte mich nur aus. Und da bekam sie einen Wutanfall und haben ihn gewürgt, bis er tot war. Ja. Herr Malvern, Ihre Mutter, die den Toten gesehen hatte, wurde nicht geglaubt. Und um ihr den Rest ihrer Glaubwürdigkeit zu nehmen, inszenierten sie diese Horrorgeschichte vor ihrer Wohnungstür. Mit einem Pärchen, das sie dafür bezahlten und dem sie das Ganze als einen Scherz hinstellten. Aber das war kein guter Scherz, Herr Malvern. Bitte kommen Sie mit. Miserabler, hundsgemeiner Kerl, du!